Ein herzliches Hallo aus der Stadtbibliothek in Bischofswerda. Heute also wieder über die Mattscheibe. Ich lese ein Stückchen aus dem Buch von Franz Fühmann, Die dampfenden Hälse der Pferde im Turm zu Babel. Es regnete und regnete. Die Kinder hockten ums Bett von Jens, dem Ortsansässigen, dessen Mutter tagsüber nie anwesend war. Sie hockten und dösten. Alle Bücher waren ausgelesen, alle Spiele waren ausgespielt, alle Träume vom Ferienspaß in den Bergen waren ausgeträumt. Die Wälder lagen, vom Regen verschnürt, wie ihre Hoffnungen von der Langeweile. »Spielen wir Rommi?« fragte Monika. »Ach«, murrte Jens, einen Gummielefanten im Mund. Immer nur Damen und Könige. Auch die anderen mochten die Karten nicht mehr. Gabi durchforschte das Radio. Nichts als Gequassel. Ekliges Regenwetter, seufzte Caroline, und die Bibliothek hat auch morgen noch zu. Da verklärte sich Emanuels Gesicht. Regenwetter, regelrecht ekelerregend, sagte er, und damit fing's an. Emanuel hatte die 4 E in dem Wort Regenwetter entdeckt und mit ihnen die Möglichkeit eines neuen Spiels. Wir fangen ganz am Anfang an, erklärte er, genau da, wo es anfängt. Zuerst sagt jeder ein Wort mit einem A, aber es darf nur ein einziges drin sein, und auch sonst kein anderer Selbstlaut. Wenn wir diese Einsilber durch sind, sagt jeder ein Wort mit 2 A, aber nur mit 2 und weder ein E noch ein I noch ein O noch ein U darf dazwischen schmulen. Natürlich auch kein Ei oder Eu. Dann jeder ein Wort mit 3 A, dann mit 4 A, ha 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 ha, maunzte Gabi. Dann eins mit 5a und mit 6a und mit 7a und mit 8a und mit 9a. Ha, 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 ha. Das ist doch entsetzlich albern, Leute. Es müssen natürlich Wörter mit Sinn sein, verteidigte Emanuel seinen Einfall. Auch das fand Gabi immer noch albern. Doch da Monika und Caroline erklärten, sie machten mit, machte auch Jens mit. Und da Jens mitmachte, machte auch Gabi mit. Es geht immer im Kreis rundherum, sagte Monika, und wer nicht weiter kann, muss ein Pfand geben. Doch wer noch ein Wort weiß, wenn alle gepasst haben, bekommt einen Punkt und darf bestimmen, wie man die Pfänder auslösen muss. Dann losten sie, wer anfangen sollte. Das Los fiel auf Jens. Ein Wort mit A. Apfel, warf Jens ganz lässig hin. Ein Pfand, rief Gabi, ein Pfand. Das Wort darf ja nur ein A und sonst nichts mehr drin haben. Und im Apfel steckt ja auch noch ein E. Das ist sein Kern, sagte Caroline. Jens knurrte, das habe er nicht gewusst. Und man einigte sich, neu anzufangen. Doch ab jetzt koste es unerbittlich ein Pfand. Jens überlegte lange, dann sagte er, Pfand. Schatz, sagte Gabi, Ball, sagte Monika, Schwan, sagte Emanuel, Kahn, sagte Caroline, Zahn, sagte Jens. Aber nun war das Richtige wieder das Falsche, denn jetzt waren die Wörter mit 2 A dran. Beim Nachdenken aß Jens einen Gummischakal. Doch so sehr er auch kaute, er wusste keins und nun galt es das erste Pfand. Erst wollte er sein Saftglas geben, aber dann gab er seinen Atlas. Die anderen wussten diese Wörter. Nachbar, Anfang, Adam, Marktkram. Nun hätte Jens eins gewusst, nämlich Jahrmarkt. Aber nun waren die Wörter mit 3 A dran und da wurde es abenteuerlich.
Jens wusste keines, Monika und Gabi auch nicht. Jahrmarktstag fiel keinem ein. Caroline wusste Ataman. Der kam in Geschichten vom russischen Bürgerkrieg vor. Wie ihr seht, ist es vorteilhaft, viel zu lesen. Man braucht dann keine Pfänder zu geben und weiß, wer vor 50 Jahren am Ararat oder in Kasachstan war. Emanuel wusste Ananas. Jens knurrte, das hätte er auch gewusst. Hast du aber nicht, ätzte Monika. Und nun die Wörter mit 4a, Leute. Da dachten sie fast bis zum Schlaganfall nach, doch sogar Caroline stöhnte, sie kenne zwar eins mit 5a, aber keins mit 4en. Aber ich weiß eins mit 4a, sagte Monika stolz und sprach dann feierlich Staatsanwalt, denn ihr Vater war einer. Für die Wörter mit 4a gab Emanuel ein Pfand und nach ihm auch Caroline. Doch dann sagte sie als einzige ein Wort mit 5a und auch 5 Silben. Das stammte aus Mittelamerika und als sie das gesagt hatte, schrien die anderen Mädchen, das sei zu einfach gewesen, da hätten sie gar nicht drauf kommen können. Also überlegt mal ein Wort mit 5a, was aus Mittelamerika stammt. Dann kamen die Wörter mit einem E. Keks, Jens, Brett, Lehm, Herz. Die nächste Runde forderte 2e. Jens sagte Kekse. Und danach ein langer Streit, ob man das dürfe oder nicht, denn er hatte ja schon bei den Einsilbern Keks gesagt. Schließlich wurde es abgelehnt, aber Jens fand etwas später Brezel. Gabi fand geben, Monika besen, Emanuel segel, Caroline lesen. Nun 3e-Wörter und Jens, siehe da, hatte ein wirklich wunderschönes Federbett. Gabi gab ihr drittes Pfand, Monika hatte regelrecht. Geklaut, sagte Emanuel wütend, der, wie wir wissen, dieses Wort schon als Start zu dem Spiel gefunden hatte und es nun wieder verwenden wollte. Vor Ärger konnte er schlecht denken und so fand er nur Kegelbrett. Was soll denn das sein? Fragte Caroline. Na, ein Kegelbrett ist ein Kegelbrett, erwiderte Emanuel. Kennst du kein Kegelbrett? Nein, entgegnete Caroline. Ein Kegelbrett ist ein Brett, wo Kegel draufstehen, erklärte Emanuel, das weiß doch wirklich jedes Kind. Monika sprang Caroline bei. Da könntest du ja auch sagen, sagte sie und suchte verzweifelt nach passenden Wörtern. Schließlich fiel ihr ein Besenhemd oder Schneckenbett, rief Gabi, oder Kletterkrebs. Und nun purzelten die Wörter durcheinander. Spechtschere, Leberherz, Lesehecht, Pfefferberg, Kesselkern, Mehlzwerge, Kerkerstern, Cremekette, Sesselrest, Steppengeld, Nebelwerk. Am lustigsten klang Pferdeschreck, aber auch Blechwette oder Redefest war nicht schlecht. Als man sich ausgelacht hatte, sagte Emanuel Weberknecht. Was soll denn das wieder sein? Fragte Monika. Eine Spinne, erklärte Emanuel. Und diesmal stimmte ihm Caroline zu. Der steht im Biobuch auf 8 haardünnen Beinen. Ich kann ihn euch zeigen, bestätigte sie. Und wenn Caroline das erklärte, dann war es wirklich wahr. Und so ließ man denn den Weberknecht gelten. Nun war Caroline mit 3e dran. Erdbeben, sagte sie. Und dann, da ja nun die 4e an der Reihe waren und Jens nichts wusste, riefen alle Regenwetter. Auch Gabi hatte es gerufen und da sie eigentlich drankommen musste, wurde es ihr angerechnet. Besenecke, sagte Monika. Emanuel ärgerte sich, dass man ihm wieder das Regenwetter entwendet hatte. Und das Wort ekelerregend
auf das er insgeheim ebenfalls Anspruch erhob, hätte erst unter den 5 Silbern Platz gefunden. Aber schließlich kam er auf Lebensretter. Und Caroline wusste Seelenleben. Aber diesmal zählte Emanuel nach und der 5 eher wurde hier abgelehnt, aber für die nächste Runde gut geschrieben. Caroline gab ihr zweites Pfand. Von den Wörtern mit 5 E konnte Emanuel endlich sein Ekel erregend wieder hervorholen und Carolines Seelenleben war ja noch von der vorigen Runde da. Ein Wort mit 6 E wusste niemand mehr. Solche Wörter gibt's gar nicht, erklärte Monika. Und da war es den Kindern als Töne durch das Redegeschmetter ein helles, merkwürdig schellendes Lachen. Verdutzt schauten sie hoch, doch sie sahen niemand. Er sollte auch hereingehuscht sein. Da ertönte wieder das schellende Lachen und diesmal sahen die Kinder ein spanngroßes Männlein auf dem Radio sitzen. Es trug grasgrüne Pluderhosen und einen ferngrünen Turban. An seinen Füßen schaukelten kleegrüne Pantoffeln, vom moosgrünen Gurt hing funkelnd ein Chromschwert mit meergrünem Griff und seegrünen Troddeln. Und sogar der Rauch aus der langen gebogenen Pfeife war grünes Gekräusel. Wieder lachte es und sein Lachen klang wie ein Schellenbäumchen und natürlich klang auch das Lachen grün. Das war so lustig, dass keines der Kinder erschrak. Ja, Gabi wagte zu fragen, wer bist du? Ich bin einer der Geister, die in den Sprachen zu Hause sind, erwiderte der Grüne. Und ich höre euch schon die ganze Zeit zu, euer Spiel gefällt mir, es ist harmonisch. Warst du das, der schon vorhin gelacht hat? Ja, ich musste so lachen, weil ihr sagtet, es gäbe im Deutschen kein Wort mit 6 E. Ich könnte euch eins mit 16 E zeigen, aber das ist eine ganze Geschichte. Wollt ihr sie hören? Oh ja, riefen die Kinder. Und das Grünchen erzählte. Es war einmal ein See, der war immer voll Schnee. Darum nannten ihn alle Leute nur Schneesee. Um diesen Schneesee wuchs Klee, der Schneeseeklee. Der wuchs rot und grün und darin äste ein Reh, das Schneeseekleereh. Und dieses Schneeseekleereh wurde von einer Fee geliebt, die fast so schön war wie Scheherazade, der überaus anmutigen Schneeseeklerifee. Wir sind bei 9e, Schneeseeklerifee. Diese Fee hatte wie alle Feen dieser Gegend 66 Zehen, 65 zum Gehen und einen zum Drehen. Und dieser 66. Zeh war natürlich der Schneeseeklerifee-Drehzeh. 10 Drehen macht schrecklich Spaß. Doch einmal drehte die Fee im Übermut ihren Zeh zu sehr und da tat der Drehzeh schrecklich weh. Zum Glück wohnte am Schneesee eine kluge Frau. Die Frau, eine Heckenhexe mit 2 schrecklichen Hackenhaxen, hockte gerade vor einer Hucke Kräutern, als die kleine Fee gehumpelt kam. Guten Tag, beste Heckenhexe mit den Hackenhaxen. Guten Tag, nette Schneesee-Klerifee mit den 66 Zehen. Doch, was sehe ich, du humpelst, was hast du denn? Da antwortete die Schneesee-Klerifee, Schneesee-Klerifee CW, GCW oder DrehCW? DrehCW, dann ist es nicht schlimm, GCW ist zäh und hält sich, doch DrehCW kommt und vergeht jäh.
Und wodurch vergeht es? Natürlich durch der Heckenhexe herrlichsten Tee, den hellgelben Schneesee Klerifee, 3CBT. Wir sind bei 14E. Schneesee Klerifee, 3CBT. Und einen solchen hellgelben Schneesee Klerifee, 3CBT, werde ich dir jetzt brauen. Die Heckenhexe mit den Hackenhaxen nahm Blätter von 7x7 Bäumen und Blüten aus 7x7 Träumen und brachte sie mit Milch aus 7 Eutern und Wurzeln von 7 Kräutern zum Schäumen. Und als der Sud sich abgeklärt hatte, wallte im Kessel der hellgelbe Tee. Na, wenn der nicht bitter schmeckte. Trink das aus, nette Schneesee-Klerifee. Auf einen Zug, beste Heckenhexe. Auf einen Zug, nette Schneesee-Klerifee. Da trank die Schneesee-Klerifee auf einen Zug den Schneesee-Klerifee 3CBT-Kessel aus. Und als der Schneesee-Klerifee 3CBT-Kessel 16E ausgetrunken war, hatte der hellgelbe Schneesee-Klerifee 3CBT das Schneesee-Klerifee 3CB aus dem Schneesee-Klerifee 3C der Schneesee-Klerifee weggehext. Und da stieß die glückliche Fee ein lautes Juche aus, das rings durch die Wälder schallte. Ich danke dir, beste Heckenhexe. Ist schon gut, du nette Schneesee-Klerifee. Nun dreh aber nicht mehr so doll deinen kleinen Drehzeh. Werd's bedenken, beste Heckenhexe. Lerne, lerne, nette Rehfee. Und die Schneesee-Klerifee lief auf ihren 65 Schneesee-Klerifee G10 von der Heckenhexe mit den Hackenhaxen in der Hocke vor der Hucke in den Wald zurück und freute sich ganz doll, dass das brennende Schneesee-Klerifee 3CB durch den hellgelben Schneesee-Klerifee 3CBT aus dem Schneesee-Klerifee 3C weggehext war. Und sie lachte und klatschte in die Hände und freute sich und streichelte sacht mit ihrem 66. C, dem Drehc, das Schneesee-Klere im Schneesee-Klee am See voll Schnee. Da strahlten die Kinder und da knarrte die Treppe. Die Mutter von Jens kam mit Abendbrot. Süßer Grüntürkenfürst, flüsterte Caroline, weißt du kein Wort mit 4 U oder 5 oder 6? Das Männlein stieß lachend eine Wolke Rauch aus, die sommergrün wie eine Baumkrone war. Gübürkühl, sagte es, lebt wohl. Ich will jetzt verschwinden, die Erwachsenen mögen unser eins nicht so gern wie ihr. Doch wenn ihr mich wieder rufen wollt, ihr wisst ja, wie ihr mich hervorlocken könnt. Soweit für heute. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.